So, hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge Tutorial Guide für Twin Saga. Ich habe einen neuen Account, also einen zweiten. Ich habe direkt einen neuen Charakter angefangen und ich möchte euch hiermit bei diesem Tutorial Guide von Anfang bis Level 90, sage ich mal, erklären, tutorialmäßig, wie man was anfängt und wie man was machen kann, wie man am besten spielt und wie man am besten levelt. So, angefangen mit der Charaktererstellung. Drücken wir K und dann sehen wir den Schwertkämpfer. Ich könnte natürlich hingehen und sagen wechseln. Na, darauf klicken, wechseln und folgendes sagen, ich möchte Magier, Schütze, Drachenkrieger, Mönch, Kanonier oder doch lieber Samurai spielen. Da sage ich euch in diesem Fall nein. Und warum nein? Weil, wenn ihr zum ersten Mal Twin Saga spielt, kann ich euch nur zum Herzen empfehlen, nehmt bitte diesen Schwertkämpfer als Anfangsklasse. Warum? Weil der Schwertkämpfer kann nicht nur austeilen, er kann auch sehr gut präzise einstecken. Nicht nur als Schadenmacher, sondern also nicht nur als Schadenmacher, nicht nur als Tank, den kann man gemischt skillen und somit auch während des Kampfes kann er sich hochheilen. Wie und warum erkläre ich euch im Laufe des Tutorials. So, das war erstmal der Anfang hier von Erklärung. Welchen Charakter ihr am besten zum ersten Mal, wenn ihr Twin Saga startet. Ihr wisst nicht, welche Klasse ihr nehmen solltet und nehmt einfach mal, angenommen, ihr nehmt Magier. Magier ist eine schöne, gute Sache, aber mit dem Magier kannst du nicht so gut einstecken wie mit dem Schwertkämpfer. Das ist jedem bewusst, jedem MMO ist klar, dass er nicht viel einstecken kann, der Magier. Er kann nur austeilen. Er kann sich nicht hochheilen. Er kann nichts einstecken. Gar nichts. Aber als Neuling und als Anfänger, wenn man zum ersten Mal Twin Saga startet hat und nicht weiß am besten, welche Klasse für ihn geeignet ist, dann kann ich euch jeden Neuling empfehlen, nicht Magier zu nehmen, nicht Schütze, nicht Drachenkrieger, nicht Mönch, kein Kanonier, geschweige noch Samurai zu nehmen oder sonstige andere Klassen, die schon noch gesperrt sind. In dem Fall kann ich euch empfehlen, diesen Schwertkämpfer zu nehmen. Würde ich jeden Neuling empfehlen, Hauptcharakter, Hauptklasse, Schwertkämpfer zu nehmen. Warum erfahrt ihr dann jetzt sofort, ja? Weil Schwertkämpfer, wie gesagt, kann nicht nur einstecken, er kann auch austeilen und er kann sich hochheilen. Wo war das jetzt? Zum Skillen? Habe ich den Skillbaum schon? Ne, den Skillbaum habe ich jetzt noch nicht. Nee, Talent erst ab Level 7. Okay, dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt mal das Tutorial zu Ende und erkläre euch dann nachher, warum diese Talente und bla, pipo, tralala. Ja. Also wäre ich erstmal, wir sehen uns dann, ja, okay, wir sehen uns dann, später, bis dann, gleich. Ne? So, hallo und herzlich willkommen zurück beim Tutorial für Anfänger Twin Saga. So,
Bevor wir weiter zu der Skillung kommen, sag ich mal, Skillung, sind wir jetzt, ich habe das Tutorial übersprungen, also hier, ne, Anfangs, Dingsbums, Gedöns, wie auch immer. Wir sind gerade im Besen Heaven und wir sehen auf der Karte, wo sind wir denn jetzt? Gut, wir werden hier mal anfangen, die Questen hier durchzumachen. Huch, was macht der denn da? Wie auch immer, wir müssen erstmal mit Willi sprechen, bevor die anderen Questen freischalten. Na? So, Level 3 erreicht. Ich werde hier keine Quest vorlesen, weil es soll ein Tutorial sein. Da zeige ich euch, wie man schnurstracks die Quest, ne, macht. So. Wenn du jetzt auf der Karte guckst, da ist nämlich noch eine andere Quest zu sehen. Und es ist bloß eine Quest. Wundert mich. Gab so viele Updates für das Spiel und ja, einiges hat sich schon geändert. Einiges. Andere sagen zum Guten, die meisten sagen zum Schlechteren und ich sage weder noch. Weil es lohnt sich immer wieder, Twin Saga zu spielen. Auch als Neuling kann ich euch zu Herzen legen. Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal entdeckt, auf meinem Kanal oder so, kann ich euch zum Herzen legen. Ihr könnt ruhig, na, anfangen mit Schwertkämpfer hier euch durchzuprügeln bis an die Spitze, das Ende des Levels, sage ich mal. Aber mit dem Schwertkämpfer kommst du garantiert bis zum höchsten Level. So, Ciela, die kennen wir ja. Oder Ciela, wie auch immer. So. Ach, ihr richtiger Name ist Olivia. Und da steht Ciela. Ah, okay, alles klar. Gar kein Problem. Anfangsstadt und ich mache doch ein Let's Play draus. Auf jeden Fall werde ich mal die Kämpfe noch überspringen. Die Kämpfe werde ich überspringen, auf jeden Fall. So, da kommen wir zum nächsten Tutorial und zwar Talentpunkte verfügbar. Laut der Aufgabe hier soll ich jetzt Skilly Skilly machen. Aber was ich euch zu Herzen gehen kann, erstmal auf die rechte Seite zu skillen. Ich weiß, es ist Verteidigung, aber im Endeffekt ist das doch völlig Schnuppe, ne? Weil jeder was anderes behauptet und sagt, du skillst auf Tank, das ist ja voll Kacke als DD. Da sage ich wiederum, nein, das stimmt nicht. Ich sage nur, skillt auf Abwehrpunkte. Was andere sagen, ist doch völlig Mumpe. Gut, auf jeden Fall hier nämlich hochskillen auf Verteidigung. Genau. Er hat auch Verteidigung und dann bestätigt das Ganze. Er hat zwar mehr Verteidigung, aber ist ja völlig egal, denn Angriffe und Verteidigung werden sich dann ausgleichen, indem man höher levelt. Nämlich am Endpunkt spielt es als eine gute Rolle. So, wenn ich schon mal hier dabei bin, kann ich euch mal kurz erklären hier, warum ich auf Schutz skillen möchte. Ich möchte hier hochkommen beim Schutz bis zu Wächterfee. Warum möchte ich bis zu Wächterfee kommen? Weil, warte mal, einen Moment kurz, nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Ja, genau. Wächterfee Max LP plus 6% erhöht, ist das schön und gut, aber Demolieren reduziert die erlittenen Schaden um 6%, heilt dich außerdem jede Sekunde um 6% deines Angriffs. Dauert 4 Sekunden. Deswegen möchte ich hier komplett auf Schutz hochgehen, aber nicht auf Provokation skillen. Skillt so wie ich, bitte. Wenn ihr bis zum Ende des Tutorials bleibt. Bis zum Wächterfee.
Und Spezialisierung kann ich jetzt euch noch nicht zeigen, da müssen wir erst Level 40 erreichen. Das geht schnell und fix. Gut, dann werde ich mal Besen Heaven bis zum Schluss durchquesten. Alle Questen, die es hier gibt, werde ich jetzt bis zum Schluss gehen und dann mich verabschieden, ne? Bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Und ja, wir haben diesen ersten Elite zerlegt. Habe ich einen Cut gemacht, musste ich wegen Telefon. Wie auch immer, wir haben den zerlegt und haben hier Folgendes bekommen. Einen komischen Wagen. Ihr fragt euch bestimmt, für was ist der? Was macht er? Was tut er? Und tritra trolala. Und zwar Folgendes. Wir haben jetzt hier so einen Buff bekommen, Heldenzeugnis. So, das ist nämlich die Beute von einem Eliten. Wir haben Heldenzeugnis bekommen und da steht Folgendes. Fordere deine Beute vom hiesigen Beuteverwalter ein, wird bei Bereichswechsel deaktiviert. Bereichswechsel deaktiviert, das heißt so viel wie... du möchtest den Kanal wechseln und den nochmal zerlegen, zum Beispiel von Deutsch auf Franzophon, also Französisch oder international, Stelle 4, 5, 6, 7. Na, je nachdem, wenn ihr wechselt, verschwindet dieses Beutel, Heldenzeugnis, Beute, diese Beute verschwindet dann. Also, wir können Folgendes machen, und zwar zeige ich euch mal, wo dieser Heldenzeugnis ist. Ihr macht die Karte auf. Ihr guckt hier nach unten, da steht ein Bounty Manager namens Lind. Dieser Bounty Manager, der ist dafür da, um eure Beute einzusacken und euch einen Heldenzeugnis zu geben. Also, ne? Wenn ihr diesen Heldenzeugnis habt, also diese Beute, könnt ihr hier anklicken und er läuft automatisch mit dieser Beute zu diesem Beuteverteiler. Also sehen wir uns gleich beim Abgeben. So, da sind wir beim Bounty Manager Lind, namens Lind. Und bei dem gibst du die Beute ab. Wir sprechen ihn mal kurz an. Grüße Abenteuer, der Beuteverwalter, ne? Da steht schon, der Beuteverwalter. Ich habe ein Heldenzeugnis und möchte meine Belohnung abholen. Das machen wir gerade mal. Bumm, aber klar doch, bitteschön, sagt er. Und seht ihr, die Beute ist weg. Und wir gucken in der Tasche. Wir haben ein Challenge Letter Chaos Summoner. Dieser Brief werde ich euch zum späteren Zeitpunkt zeigen, für was er gut ist und was man da bekommt. So, und bei diesen ersten Elite haben wir Folgendes noch bekommen. Und zwar diesen Toppet Novitz Belt. Auf Level 8 und er ist weitaus besser als unseren vorigen, wenn ihr seht, nämlich durch diesen Fusionsgrad auf 110. Ja, das ist alles, was er gedroppt hat. Leider nichts Spannendes, aber wir gucken mal den nächsten Elite, was er so droppt, ne? Wenn ich ihn zerlegt habe, melde ich mich dann wieder zurück. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Wir haben diesen Elite zerlegt. Es war ein großer, komischer, lilanem Vogel. Sehr lustig ist. Level 6 war total easy. Und wir haben Folgendes erhalten. Da leuchtet es nämlich schon auf. Und zwar 5x Senshi XP steht da. Und 5x Starstone XP, also Stellariten XP. Und dann machen wir wieder Steuerung-Taste gedrückt halten und Rechtsklick darauf, um alles zu benutzen. Und hier das gleiche mit den Senshi XP auch. Zum Senshi, da kommen wir dann jetzt gleich, glaube ich. Ja, wir können schon
Können wir schon Senshi? Nein, kann man erst ab Level 10. Okay. Wenn wir hier, also wenn ich hier fertig bin mit Besen Heaven, dann werde ich euch hier natürlich alles weitere andere erklären. Und bis dahin sehen wir uns dann gleich am Ende vom Besen Heaven. Bis gleich. So, dann kommen wir wieder zurück zum Besen Heaven. Wie man anfängt. Wie auch immer ich das Tutorial hier nenne. Keine Ahnung. Werdet ihr dann sehen. So, jetzt sind wir hier bei, natürlich bei Senshi. Ja, später. Da möchte ich euch mal kurz erklären. Also, zu Anfang, ne? Zu Anfang haben wir Fina. Die nehmen wir jetzt. Fina. Ne? Die haben wir hier eigentlich. Normalerweise habe ich Sherry und Rita überhaupt nicht zu Anfang. Das ist nur dadurch entstanden wegen Erstkauf. Ne? Also gar kein Problem. Also mit AC. Nee, Quatsch, AP. Nicht ACC, Hustensaft. Oh mein Gott. Nee, mit AP. Und auf jeden Fall ist es wichtig, die hier später noch zu verbessern, zu leveln. Ist sehr wichtig, dass sie auf deinem Level ist. Und ab Level 20 nehmen wir dann Zaro und ab Level 30 nehmen wir dann Samuel und leveln die drei. In meinem Fall könnte ich theoretisch Rita nehmen und Cherry, aber da hat eine Anfängerguide ist, möchte ich euch hier, ne, die Sachen zur kostenloser Verfügung sind, auch zeigen, ne, also Samu und Zaro. So, das war also mal eine kurze Erklärung zu den Senshi. Die müssen alle auf dein Level sein. Alle drei ab Level 30, ne? Müssen alle auf dein Level sein. Und bis dahin müsst ihr, wie seht, wie viel, sehr viele Senshi XP sammeln. Geht, denke ich mal, fix zukünftig. Und ja, weiteres erkläre ich dann nach Besen Heaven, ne? Also bis gleich. So, angefangen. Wir sind in Meridia und ja, hier geht es nämlich los mit der Quest, ein neues Kapitel, machen wir mal, hallo, hallo, hallo und so weiter und so fort, lalala, da kommt ein kleines Kätzchen und will uns erklären hier mit diesen Schicksalsreisen. So, dann machen wir diese eine Schicksalsreise, 10 Stück können wir pro Tag machen. Aber 5 sind davon nur notwendig. Aber ich in dem Fall mache 10 Schicksalsreisen. Ich werde das hier mal schnell machen. Und sage an der Stelle schon mal bis gleich. So, das war diese Schicksalsreise. Und jetzt seht ihr schon, überall gibt's Schicksalsreisen zu machen. Überall schon freigeschaltet. Entschuldigung. Und hier steht noch, betritt Wollgrasebene. Können wir machen, wenn wir wollen, aber wir haben hier gerade System. Ach ja, durch die Schicksalsreisen bekommt man noch Challenge Letter Reach Bird Item. Also diese Brief könnt ihr ruhig nehmen und behalten. Sammelt die zu Anfang. Ist noch nicht so notwendig, aber sammelt die, wenn ihr könnt. Sammelt die in eure Tasche, bitte. Denn es wird zukünftig sehr wichtig sein, die zu nehmen. Gut, ich werde mal einfach mal hier reinballern, dass ich noch ein bisschen stärker bin. Ne? Nicht wundern, zu den Stellariten. Und weiter geht's hier mit den Schicksalsreisen. Apropos Schicksalsreisen. So, 10 Stück insgesamt sind pro Tag machbar. Wenn ihr aus Besen Heaven rauskommt, da hat ja schon alles vorher alles wunderschön erklärt, hoffe ich. Und ich hoffe, ihr habt auch alles verstanden. Zu diesen Schicksalsreisen, wenn ihr aus Besen Heaven rauskommt, macht zu Anfang, bevor ihr zur Wollgrasebene geht, macht bitte zu Anfang diese
Schicksalsreisen. Ich weiß, zu Fuß, ihr seid noch sehr langsam unterwegs mit 50% Geschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit. Macht das einfach, wenn ihr aus Bessenhaven rauskommt. Denn es lohnt sich. Ihr werdet dadurch höheres Level erreichen und höheres Schwertlevel erreichen. So, das mache ich dann offscreen. An dieser Stelle mache ich dann Schluss nach diesem Bessenhaven. Tutorial, Bessenhaven Tutorial, Bessenhaven Tutorial, Twin Saga für Anfänger. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen oder so. Ja. Falls euch diese Folge gefallen hat, halt, Moment. Ihr bekommt ja auch noch Login-Belohnung, ne? Egal wann ihr euch einloggt, ihr bekommt trotzdem die ganzen Login-Belohnungen. Habe ich nämlich feststellen müssen. Das ist nämlich jetzt ein neues Login-Belohnungssystem. Finde ich ganz super, wenn man zum Beispiel einen Monat oder länger nicht kann zum Spielen oder zum Einloggen. Lasst euch Zeit. Euch rennt die Zeit nicht davon. Ihr bekommt trotzdem voll. Egal wann, wie und wo. Ihr bekommt das hier alles. Alles, was hier drin ist, bekommt ihr. Aber wenn ihr täglich Login-Belohnung holt, ohne, auch wenn ihr keine Zeit habt dafür zum Spielen, macht es einfach. Weil alle 4 Tage, also einmal im Monat, kriegt man nämlich in dem 4. Tag so ein 10-Slot-Backpack umsonst. Da kann ich euch zu Herzen nehmen, nehmt das bitte mit. Nehmt alle Login-Belohnung täglich mit. Egal wie, nehmt das einfach bitte mit. Ihr seht, habe ich schon welche davor, ja, weil das hier mein zweiter Account ist und dieser Hauptschar, 60 plus ist. Oder darunter, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall habe ich den hier schon lange nicht mehr weitergespielt. Ich habe hier einfach mal einen neuen Charakter erstellt, um euch zu zeigen, wenn man nichts hat, gar nichts, wie es ist als Anfänger, wie man voranschreitet, möchte ich euch erklären, ne? Nichts weiter. So, das war Bessenhaven. In dem Fall Riving Harbor, da wo man anfängt. Und Kurzerklärungs- und Schicksalsreisen kann man unter Taste L und Schicksalsreisenreiter anklicken. Und da seht ihr, 0 von 10 Schicksalsreisen können wir hier machen. Und dann wird es hier auch auf der Karte aufgelistet. Was man bekommt und so. La la la, ne? Es ist halt hier erstmal XP und Treuepunkte, alles. Also, das war erstmal ein Tutorial, das erste Tutorial für heute. Falls euch diese Folge gefallen hat, lasst mal ein Däumchen nach oben da. Huch, Entschuldigung. Wenn nicht, dann nicht. Wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Von diesem Tutorial für Anfänger im Twin Saga mit meinem Charakter namens Tutu Enfei habe ich so genannt wegen Tutorial Anfänger. Deswegen diesen Namen Tutu Enfei. Ist ein bisschen lustig, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Damit ciao mit V. Tschüss.